Ja, wir müssen einfach deutlich machen, dass jeder von uns einen Beitrag, einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, in seinem ganz persönlichen Verhalten, im Alltag, wie bei Investitionen in Gebäude, in Wohnen. Und natürlich nutzt uns die Investitionen in Wohnraum, weil wir dadurch langfristig Energie einsparen, wenn wir eben energetisch sanieren, weil wir Energie einsparen, weil wir Mieten gering halten, weil wir die Nebenkosten geringer halten. Und dann nutzt der Klimaschutz nicht nur der Umwelt, sondern auch jedem einzelnen Portemonnaie. Klimaschutz ist natürlich wichtig, weil die zukünftigen Generationen, wenn wir das mit dem Klimaschutz nicht hinkriegen oder verschleppen, dann rutschen viel, viel mehr Leute in die Armut, als wir das jetzt schon haben. Deswegen ist es zwingend notwendig, jetzt schon was zu tun, ohne dabei die Leute, die jetzt wenig Geld haben, unter die Räder kommen zu lassen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber das ist das meiste. Wir brauchen dafür Regelungen durch den Staat, anders wird es nicht gehen. Wir brauchen Förderprogramme für Vermieter. Wir müssen zusehen, dass die Heizungskosten sinken, dass die Mieter dann was davon haben. Und wenn ein Vermieter zum Beispiel seine Wohnung saniert, und dadurch die Mieter an Heizkosten sparen, dass der Vermieter dann nicht die Umlage einfach auf die Miete draufschlägt, sondern nur das wiederbekommt, was die Mieter sparen. Und dann haben alle was davon. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo der Staat was machen könnte. Klimaschutz muss für alle bezahlbar bleiben. Und insbesondere für Menschen, die halt wenig Geld verdienen oder die auch nicht die Chance haben, an Geld heranzukommen. Erneuerbare Energien ist das A und O, und wenn sie dann erstmal installiert sind, sind sie kostengünstig, aber die Gemeinschaft muss Möglichkeiten schaffen, das auch zu organisieren. Also erstmal bin ich total bestärkt darin, dass Caritas sich darum kümmert. Wirklich Not sehen und handeln heißt eben auch, diejenigen, die von der Klimakrise am meisten betroffen sind, in den Blick zu nehmen, die heute schon leben oder die noch geboren werden. Deshalb, da bin ich total bestärkt in dieser Runde. Und wirklich dann auch mit dem Gedankengang, dass man im Netzwerk das Ganze angehen muss. Wirklich, dass Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Vereine, auch neue Bürgerinitiativen, die sich gründen, dass sie, wenn sie gemeinsam unterwegs sind, dann auch erfolgreicher sind, Menschen überzeugen können. Und der letzte Punkt vielleicht, das, was wir dann von Politik erwarten dürfen, ist Ehrlichkeit. Wirklich es zu benennen, so wie es wirklich ist, weil das überzeugt Menschen dann auch. Und nicht drumrum lavieren und irgendwie versuchen, besonders taktisch unterwegs zu sein. Das habe ich heute gelernt.